Herzlich willkommen auf meinem Kanal Herbstblüte, der Kanal für selbstbestimmtes und selbstverantwortliches, gleich glückliches und erfülltes Leben und Wohnen im Alter. Und herzlich willkommen auch meiner Gästin Mara. Ja, vielen Dank, Dorothea. Spannender Titel, Herbstblüte. Genau. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ich bin dir ja auch schon persönlich begegnet und mir ist aufgefallen, was du für eine super Ausstrahlung hast. Du wirkst nicht wie 77. Du bist tatsächlich 77 Jahre. Ja. Und was ich besonders phänomenal finde, ist, dass du auch noch ein Business neu startest. Und das finde ich großartig. Und jetzt verrate uns doch mal bitte, was du machst. Also ich mache Coaching, Happy Aging statt Anti-Aging. Denn Anti-Aging haben wir genug, wie du dein Leben frech, wild und wunderbar gestalten kannst. Das ist mein Ziel, weil ich weiß von mir selber, zwischen 50 und 60, manchmal auch früher, manchmal auch später, werden die Weichen gestellt dafür, wie man dann die restlichen Jahre erlebt. Und da gibt es in der Regel Krisen. Und ich begleite Menschen dabei, diese Krisen gut zu überstehen und auch dann in die richtige Richtung weiterzugehen und zu denken. Zu denken, vor allen Dingen. Wunderbar, super. Und wie bist du jetzt überhaupt auf den Gedanken gekommen, nochmal neu zu starten? Naja, das hat viele Gründe. Der Hauptgrund ist sehr persönlich. Ich bin vor 3 Jahren Pflegemutter meiner Enkelin geworden. Und das hat neue finanzielle Voraussetzungen auch. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass mir das einfach Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten. Und gerade auch, also diese Jahre, Lebensmittel, wo viele Menschen so eigentlich schon abschließen oder denken, sie müssten abschließen mit ihrem Leben und gar nicht wissen oder sehen, dass noch ganz viel Spannendes kommen kann. Also ich sage mal, ich bin jetzt 27 Jahre über 50 und weil da, das ist so ungefähr die Zeit, wo sich der weitere Weg entscheidet. Genau. Also wir haben ja gute Aussichten, 95 zu werden. Und dann gehen viele Menschen mit 60 oder mit 65 in den Ruhestand und haben dann noch 30 Jahre vor sich. Das muss man sich ja mal überlegen. Und diese Zeit muss ja irgendwie erfüllend genutzt werden. Man kann natürlich auch irgendwie vor sich hin leben oder man kann sagen, ja, ich mache noch was Besonderes. Ja, ich mache endlich mal das, was ich schon immer machen wollte und was mir Freude macht. Ja, ganz genau. Ja. Genau, wunderbar, super. Was hast du früher gemacht, Mara? Also ich habe eine Karriere als Schulversagerin. Ich bin mit 16 von der Schule geflogen und wegen nicht vorhandener Leistung, nicht weil ich besonders renitent gewesen wäre. Und war dann Au-pair-Mädchen in England, habe dann bei den Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet als Journalistin. Das ging damals noch ohne Abitur. Aber irgendwie ist dann die Grenze, was man da erreichen kann, doch ziemlich schnell langt man da an. Und dann habe ich beschlossen, ich will jetzt doch nochmal studieren, habe Abi nachgemacht, studiert und es blieb mir nicht viel Wahl, weil ich war da schon 32. Dann habe ich halt Diplompädagogik studiert und Kunstpädagogik und das hat mich dann begleitet. Ich war dann über 30 Jahre Dozentin an einer pädagogischen Akademie. Das war eine tolle Arbeit, habe ich sehr gerne gemacht. Viel mit Frauen im Umbruch gearbeitet und auch Männern. Ein paar Männer gibt es auch in den Berufen, Sozialpädagogik und Erzieher. Ja, dann habe ich lange ein Atelier gehabt und das habe ich gerade eben aufgelöst. Das ist nochmal ein großer Schritt. Aber durch die Corona-Zeit und dadurch, dass das Kind seit 3 Jahren da ist, habe ich
nicht arbeiten können, nicht ausstellen können. Und irgendwann ist es dann einfach auch mal gut. Ich denke immer an meine Eltern, die haben mir eine Wohnung mit 50 Jahren Sedimentschichten hinterlassen. Das möchte ich niemandem zumuten. Deswegen habe ich gedacht, gut, mache ich jetzt da mal einen Schnitt, sortiere selber aus und habe da eine große Aktion draus gemacht. Das war auch sehr erfolgreich. Mhm. Und jetzt erhole ich mich und mache dann weiter. Sehr schön. Also so ganz, sagen wir mal, so ganz neu ist das eigentlich nicht, was du jetzt gerade machst. Ja. Nein. Du hast ja sehr viel Erfahrung aus deiner Zeit als Sozialpädagogin jetzt. Ja, dabei, ja, ja. Die du machst, ja. Ja, unbedingt. Also da ist man mit sehr vielen Lebensläufen konfrontiert, gerade wenn man Langzeitausbildungen macht oder Langzeitkurse. Also für solche Kurse melden sich in der Regel nur Menschen an, die im Umbruch sind, also die was Neues wollen. Mhm. Wir hatten Kurse für, also Berufsausbildung für Späteinsteiger, und da ist alles los, was im Leben so los sein kann. Ne? Da kommt permanent das Leben dazwischen. Mhm. Und da muss man dann natürlich auch reagieren und damit umgehen. Mhm. Aber ist gut. Außerdem habe ich selber einen Haufen Erfahrung mit Umbrüchen und Neuanfangen und Scheitern und wieder aufstehen und weitermachen. Mhm. Also zwischen 50 und 60 kam bei mir alles zusammen. Die Trennung von meinem ersten Mann, dann ich in den Wechseljahren, mein Sohn in der Pubertät, weil ich bin eine späte Mutter. Mhm. Kann man sich vorstellen, ne? Pubertät und Wechseljahre, da ist ordentlich was los. Mhm. Ja, und dann denkt man schon mal in der Zeit, oh Gott, alles ist vorbei, Attraktivität ist vorbei, Chancen beruflich habe ich auch keine mehr, wenn ich mich jetzt nochmal neu orientieren wollte. Und das hat sich ja Gott sei Dank alles geändert, ist aber noch nicht bei allen Leuten angekommen. Oder zumindest können sie das nicht für sich selbst sehen. Und da bin ich dann sozusagen die Begleitung, die hilft, Perspektiven zu sehen, in egal welcher Richtung. Ich habe zum Beispiel eine Coachie, die hat im Januar noch hier gesessen und gesagt, ich finde nie einen neuen Partner, ach, ich bin nicht mehr attraktiv und so weiter. Und jetzt war sie gerade eine Woche mit ihrem neuen Freund in Urlaub. Also daran sieht man, alles ist möglich. Ja, ich denke schon. Das oder zumindest sehr, sehr, sehr viel mehr, als wir uns so normalerweise denken. Vorstellen können, ja. Gut. Jetzt mal eine Frage. Also, was sagt eigentlich so dein Umfeld dazu, dass du nochmal so komplett neu durchstartest? Also, mein Mann ist voller Unterstützung, mein jetziger Ehemann, ne, der findet es toll. Ansonsten ist es schon so, dass gleichaltrige Frauen sich eher bedroht fühlen. Mhm. Gerade wenn sie selber nicht so gern sich konfrontieren mit unangenehmen Sachen, wenn sie nicht so gerne aus ihrer Komfortzone mal rausgucken wollen, zumindest von gehen, wollen wir gar nicht erst reden. Und da ist schon ein großer Umbruch. Also ich habe jetzt überwiegend Freunde, die jünger sind, obwohl ich das gar nicht so empfinde, aber die merken das. Das merke ich immer wieder manchmal an Formulierungen oder wenn ich sage, ach, der Film oder der Schauspieler oder die Sängerin, ne? Dann, wer? Ja, genau. Ich kenne das auch, ja. Auch so ein Business-Netzwerk mit sehr viel jüngeren Menschen zusammen, so ab, sagen wir, 25. Und manchmal frage ich mich, wovon reden die gerade, ja? Das umgekehrt genauso, ja. Sprache, aber ich finde, umso wichtiger ist, dass man auch die Grenzen der Generationen überschreitet und auch immer noch das Verständnis füreinander da ist, und es ist auch in diesem Fall gegeben. Ja, Wieder das Schöne daran, selbst wenn man nicht so ganz die Sprache des anderen spricht. Ja. Also ich weiß, dass ich mir selber früher liebend gerne eine
ältere Freundin gewünscht habe. Und ich bin heute diese ältere Freundin, die ich früher gern gehabt hätte. Und es wird auch wirklich wertgeschätzt. Also das finde ich das Bereichernde auch daran. Also dass es überhaupt nicht, was man immer so denkt, im Alter wird man einsam. Es kann sogar so sein, dass viel mehr Leute um einen herum gerne mit einem zu tun hätten, dass man gar nicht mehr so ohne weiteres alles unterkriegt. Ja, ich stelle mir auch vor, diese Lebenskrisen, die man ja haben kann, wenn man älter wird, die gibt es ja in früheren Jahren auch. Ja, genau. Das ist ja nicht erst, wenn man 60 ist, sondern das passiert ja auch alles so in Intervallen, in früheren Lebensabschnitten. Na, siehst du das auch so? Ja. Ja, genau so. Es ist nur so, vorher ist man mit Aufbau beschäftigt und in der Mitte des Lebens kommt es plötzlich, da war doch noch was, da kommt da noch was. Das kann doch nicht alles gewesen sein, hat Wolf Biermann mal gesungen. Ne? Und insofern ist diese Krise noch mal bedeutsamer, weil es geht wirklich um ein inneres Umschalten und ein Umdenken. Also eigentlich geht es darum, die Energie, die vorher komplett nach außen gegangen ist, neu zu kanalisieren. Nicht nur nach innen, aber auch verstärkt nach innen. Ich habe neulich mal gelesen, dass das Alter eigentlich der wichtigste Lebensabschnitt des Menschen ist. Fand ich sehr spannend vom Gedanken her. Was fällt dir irgendwie dazu was ein? Naja, Hermann Hesse hat gesagt, das Alter nimmt einem nichts, was es einem nicht auf der anderen Seite auch wieder gibt. Und insofern ist das schon ein wichtiger Lebensabschnitt. Also gerade auch insofern, wenn man lebenssatt abtreten will, dann ist die Gestaltung des Alters also ganz, ganz zentral wichtig. Gut, wunderbar. Ja, und wie jetzt mal, kannst du uns mal verraten, wie du das eigentlich alles nebeneinander schaffst? Wie schaffst du das eigentlich, deine ganzen Verpflichtungen? Da wird manch einer sagen, oh Gott, wie packe ich das eigentlich? Wie kann ich das schaffen, so ein neues Business machen? Und vielleicht hat man ja nicht mehr so den Schwung. Ja, hast du da irgend so eine Idee oder ein Rezept? Ein Rezept habe ich keins, aber es ist schon so, die Zeit gut einteilen. Also ich habe vormittags 3 Stunden und die sind festgelegt und nachmittags ist halt Familie und Kind. Also vormittags 3 Stunden Arbeit und ich hole mir natürlich alle Unterstützung, die es geht. Also unter anderem auch qualitativ sehr hochwertige Vitalstoffe. Weil auch Gefühle sind ja ein chemischer Vorgang. Also alles, ne, wenn wir uns oder auch abgespannt fühlen, das wissen wir ja alles, aber auch wenn wir uns schlecht fühlen oder in so einem Kreislauf drin sind, können die unterstützen. Und ganz, ganz wichtig ist das Gedankenkarussell. Also sich dessen bewusst werden, wie viele negative Gedanken über das Alter in unserem Kopf rumschwirren. Ja. Und dass wir da dringend was tun müssen, sozusagen als eine Art Gedankenhygiene. Das finde ich, und da bin ich auch täglich mit beschäftigt, ehrlich gesagt. Also das ist nichts, was man eben mal so nebenbei macht. Und da ist es gut, eine Begleitung zu haben, die einen auch immer wieder darauf aufmerksam macht. Guck mal, da, wie war die Formulierung? Nimmt das dein Gehirn wahr, wenn du sagst, ich will nicht das und das? Das Gehirn versteht ein Nicht nicht. Ja, richtig. Das Gehirn speichert das ab. Ich will nicht dicker werden, heißt, das Gehirn speichert ab, dicker werden. Genau, also das muss man in der Tat lernen, dieses halt Gedankenkarussell vielleicht durch Meditation zu stoppen oder wie auch immer. Und ist nicht jedermanns oder jeder Frau Sache. Sache, ja. Ja, ist nicht jedermann, kann nicht jedermann, soll auch nicht, aber diese Gedankenhygiene,
ist, wie du ja sagst, scheint mir schon sehr, sehr wichtig zu sein. Ja. Ja. Gibt es jetzt noch irgendetwas, was du den Zuschauern gerne so als besondere Message noch auf den Weg geben wolltest? Ach, fangt an. Macht euch auf den Weg. Genau. Ja, also egal wie. Also ich begleite euch gerne. Mhm. Ja, aber macht euch auf den Weg und macht euch bewusst, dass noch viele, viele Jahre vor euch liegen und dass das Alter wirklich auch Schätze bereithält. Ja. Also ich kann sagen, ich habe heute die glücklichste Zeit meines Lebens. Das ist doch mal eine hervorragende und großartige Formulierung. Das macht doch richtig Mut, das zu sagen. Ja, es ist so. Es ist so. Ja, das ist toll. Man hat so eine ganze Menge Stürme schon hinter sich und kann das alles ja besser einordnen, vielleicht besser kanalisieren. Ja, ja, oder auch zur Seite schieben. Ne? Manchmal. Ja. Manchmal muss man auch einfach sagen, stellt euch hinten an. Ja, genau. Aus. Ja, Mara, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir und wünsche dir alles erdenklich Gute, viel Kraft, viel Energie, auch für deine Familie. Du hast ja eine ganz junge Familie wieder, mit einer kleinen Enkeltochter. Das ist auch eine große Herausforderung. Und viel Kraft, viel Energie, viel Inspiration, viel Motivation. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Gespräch mit dir. Und Angebote von Mara findet ihr unter dem Video, unten drunter in der Beschreibungsbox. Und ja, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, Mara, und auch den Zuschauern, Zuschauerinnen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich danke dir auch, liebe Dorothea. Tschüss, wir sind heute auch farblich so gut abgestimmt, gell? Ja, genau. Okay, mach's gut. Ja, tschüss. Tschüss.